Die Vorbereitung des FC Bayern München, sie startet in eine neue Phase. Die USA-Reise ist vorbei, die zwei freien Tage sind auch vorbei. Jetzt heißt es harte Arbeit Richtung Audi Cup am Dienstag und am Mittwoch. Beim heutigen zweistündigen Training, da sahen die Spieler erstmal eine ganze Stunde lang keinen Ball. Ein Kraftzirkel war angesagt. Danach ging es aber endlich an den Ball und auf den Hauptplatz. Und da war klar, Niko Kovac ist es wichtig, jetzt für gute Laune zu sorgen. Es gab ein paar Wettkampfspiele zwischen einzelnen Spielern und da wurde natürlich dann bei der siegreichen Mannschaft lauthals gejubelt und teilweise haben sich die Spieler wild umarmt und zwar so wild, dass Renato Sanchez sogar seinen Schuh verlor und sich ein bisschen wehgetan hat. Also beste Laune bei den Bayern-Spielern. Und jetzt geht es dann am Dienstag und Mittwoch, wie gesagt, zum Audi Cup gegen Fenerbahce Istanbul, Tottenham Hotspur und Real Madrid.